Einen wunderschönen guten Morgen und einen gesegneten Karfreitag wünsche ich euch. Das Osterwetter steht vor der Tür, wir gucken uns das heute einmal an und die Eiersuche am Ostersonntag sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es ist zwar deutlich kühler geworden, deswegen stehe ich auch hier im Pulli, aber es bleibt meist freundlich, zumindest meistens. Ostermontag hingegen, das ist immer noch so ein Tag, da ist noch nicht so alles im Detail ausgefeilt, was die Kaltfront und den spätwinterlichen Flair betrifft. Da gibt es noch große Unterschiede in den Modellen. Das gucken wir uns heute alles an und starten mit der heutigen Wetterlage. Und da liegen wir immer noch im Einflussbereich dieses Hochs, was nordwestlich von Großbritannien liegt. Und der Einflussbereich ist relativ groß. Der geht über Skandinavien rüber bis über ganz Deutschland. Der eher mildere Teil des Hochs, also die Höhenwarmluft, die liegt dabei meist über dem Westen Deutschlands. Die Höhenkaltluft über dem Norden und Nordosten und streift auch so ein bisschen eben, wie gesagt, so Hamburg, die Ecke. Das heißt, hier muss man mit Schauern rechnen. Das belegt auch die Temperatur in 1500 Metern Höhe. Denn da liegt die 0 Grad Isotherme über der südlichen Mitte. Das heißt, südlich davon ist es nochmal einigermaßen mild, sonst relativ kalt. Die minus 5 Grad liegt über dem Süden Skandinaviens und die minus 10, die eiert hier so im Nordwesten Skandinaviens rum. Aber hier über der Nordsee und auch über Dänemark, da liegt nochmal so ein kleines Ei, ebenfalls mit minus 5 Grad in 1500 Metern rum. Und das ist eben dann der Grund für die geringe Schauertätigkeit, die es vor allem von der Nordsee rüber bis zur Elbe heute geben kann. Ist nicht viel, was da runterkommt, aber es kann vereinzelt mal ein paar Tropfen geben. Ansonsten im großen Rest ein Mix aus Sonne und Wolken, mal kompaktere, mal weniger kompaktere, überwiegend aber freundlich. Dazu ist der Wind stark bis stürmisch, vor allem dann im Norden, wo die Schauer runterkommen, aber auch Richtung Nachmittag weiter im Süden. Doch sehr, sehr lebhaft das Ganze. Die Temperaturen dementsprechend im Norden auch etwas kühler mit den Wolken. 9 bis 8 Grad sind die Höchstwerte, das heißt, hier werden wir die 10 Grad schon gar nicht mehr erreichen. Sonst liegen wir meist bei 10 bis 11. Richtung Niederrhein sind es 12, 13 Grad eben an Rhein und Ruhr, vor allem im Rheintal dann mit den mildesten Werten. Ist also mal deutlich kühler, als es vorgestern und auch gestern eben gewesen ist. Morgen am Samstag, da gibt es dann ebenfalls meist freundliches Wetter, vor allem Richtung Nordwesten und Richtung Harz können die Wolken auch mal etwas kompakter sein. Ansonsten überwiegend wirklich freundlich mit viel Sonnenschein, aber weiterhin kühl, vor allem auch gefühlt durch den Wind ist das Ganze dementsprechend unangenehm. Die Temperaturen liegen dann bei 7 bis 12 Grad meistens. Mildere 13 gibt es dann wieder an Rhein und Ruhr, kühlere 6 gibt es auf der Nordsee. Und der Ostersonntag, der wird dann wirklich ein nochmal richtig, richtig schöner Tag. Es gibt nur vereinzelt ein paar Wolkenfelder, die im Tagesverlauf reinziehen, vor allem am Vormittag, zum Nachmittag dann deutlich weniger, viel Sonnenschein. Das heißt, die Eiersuche, die wird schon mal recht freundlich sein. Wie müssen wir uns anziehen an dem Tag? Nicht mehr ganz so dick, denn der Wind dreht vorübergehend auf westliche Richtungen, kommt auch nicht mehr ganz so kalt daher. Und das sieht man auch eben in den Temperaturen. Die steigen dann meist auf 7 bis 14 Grad. Die wärmsten Ecken gibt es dann von der Ems bis zum Niederrhein und auch Richtung Hannover und kurz vor den Harz. Die ganz milde Ecke, die gibt es dann mit fast 15 Grad und vielleicht schaffen wir die sogar wieder an Rhein und Ruhr, vor allem im Rheintal. Und auch Richtung Aachen sind dann die 15 Grad wieder möglich. Kühler bleibt und ist es da natürlich auf der See direkt. Aber alles in allem kann man diesen Tag wirklich nur genießen und man sollte ihn genießen. Denn bereits am Ostermontag, da kommt dann so eine richtige Klatsche aus dem Nordwesten, diese Kaltfront. Und wir gucken sie uns jetzt mal an. Ich habe mal zwei Modelle mitgebracht. Einmal das amerikanische Modell. Einmal das europäische Modell. Beide zeigen genau das gleiche fast. Also hier ist Deutschland, ebenso hier auch. Und das Blaue, das ist eben diese Kaltluft hier zu sehen mit dieser scharfen Kante. Das ist die Kaltfront. Nur was unterschiedlich ist, ist eben die Uhrzeit. Gucken wir uns gleich an. Beide liegen mit einer Temperatur in 1500 Metern Höhe über dem Nordwesten und Westen bei um die minus 8 Grad. Nur zu unterschiedlichen Zeiten. Im amerikanischen Modell ist das 18 UTC, also Weltzeit wäre 20 Uhr abends. Im europäischen Modell sind wir bei 12 UTC, das heißt 14 Uhr am Nachmittag. Das heißt, die Kaltfront würde beim amerikanischen Modell deutlich später reinziehen als beim europäischen Modell. Gucken wir uns mal an, was denn da reinzieht.
Beides hat Schnee im Gepäck. Hier am Nachmittag beim amerikanischen Modell über dem Nordwesten, Westen und auch Norden. Im europäischen Modell ist das bereits durchgezogen am Nachmittag. Dahinter würden nur noch teils sehr kräftige Schneeschauer folgen. Und das hat dann eben auch Auswirkungen auf eben die Straßenverhältnisse, beispielsweise am Dienstagmorgen. Denn es wird doch Schnee berechnet. Was wird denn da berechnet? Wir haben vor allem im amerikanischen Modell vom Niederrhein und dann auch Richtung Mittelgebirge, also überwiegend in Nordrhein-Westfalen, ein paar wenige Zentimeter, die da eben berechnet werden. Die liegen bleiben könnten, in den Mittelgebirgen sind es dann ein paar Zentimeter mehr. Im europäischen Modell ist das sehr flächendeckend, auch bis nach Hamburg rauf, Bremen, Emsland, überall so 1, 2, 3 Zentimeter, die da liegen bleiben könnten. Auch im Harz gibt es dann eben bis ganz runter teilweise Schnee, der liegen bleiben kann. Aber was heißt das denn wirklich? Ob es flächendeckend Schnee gibt? Nein. Denn wir haben zwar Temperaturen um 0 Grad in der Nacht auf Dienstag, aber das sind überwiegend Schauer, die da reinziehen. Das heißt, noch ist überhaupt nicht sicher, wo genau so ein Schauer durchzieht, wie kräftig der sein wird. Und das Timing ist wahnsinnig entscheidend. Denn so ein Schauer, wenn der mal kräftig ist, dann kann der bis ganz runter als Schnee fallen, kurz mal liegen bleiben. Das ist dann so eine Schneematsch-Geschichte. Aber wenn das irgendwann in der Nacht passiert, dann wird das auch relativ schnell wieder abgetaut sein. Wenn das allerdings in den Frühstunden passiert, mitten im Berufsverkehr, dann kann es natürlich auch wirklich da, wo dieser Schauer runterkommt, sehr rasch auch mal recht glatt sein. Das heißt, die Winterreifen müssen definitiv draufbleiben. Sind also noch große Unsicherheiten, was den Schnee dann in der Nacht auf Dienstag und am Dienstag früh betrifft. Aber habt das im Hinterkopf, da kommt nochmal so eine winterliche Klatsche dann eben in der Nacht auf Dienstag. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie lange dieses kalte Gedöns da halten sollte. Wir zeichnen das mal an. Hier wieder die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Wir sehen den Absturz mit der Kaltfront eben am Ostermontag. Und ziehen mal eine Linie bis zum Sonntag danach, bis zum 11. April. Man sieht, die Temperaturen steigen zwar in 1500 Metern Höhe wieder leicht an. Wir liegen aber immer noch weit unter dem 30-Jahres-Klimamittel. Und wenn wir das Ganze mal an Höchst- und Tiefstwerten eben bemessen, dann hätten wir Richtung 11. April Höchstwerte von knapp über oder knapp unter minus 5, also so minus 3, minus 4 Grad in 1500 Metern Höhe. Die kältesten Varianten wären dann wieder so bei minus 7 bis minus 8 Grad in 1500 Metern Höhe. Das bedeutet, wir werden also in der nächsten Woche, auch nachts, wenn es aufklart, immer mal wieder mit Frost rechnen müssen. Was natürlich auch bedeutet, es kann Frostschäden geben, gerade an den Bäumen, die jetzt anfangen zu blühen. Magnolie, Kirsche etc. pp. Muss man also mal im Auge behalten. Auch einige Niederschlagssignale sind mit dabei bis zum nächsten Wochenende. Das heißt, da ist also wieder alles dabei. Regen, Graupel, Schneeregen und Schnee. Das ist so typisches Aprilwetter, phasenweise auch mal wieder mit ein bisschen Sonnenschein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann ähnlich wie jetzt auch bei 8 bis maximal 12, 13 Grad. Pi mal Daumen wird das Ganze so laufen. Und dann habe ich natürlich auch nochmal, genau, nachts, also nasskalt und Schauerwetter eben zusammengefasst. Aber ich habe dann auch noch mal was für die Frühlingsliebhaber, die es gar nicht mehr abwarten können, dass es wieder mild wird. Wir haben hier mal so einen Ausreißer, sage ich ganz bewusst, einen Ausreißer, denn das ist natürlich hier Richtung Monatsmitte und darüber hinaus alles noch Glaskugel. Aber der Hauptlauf des amerikanischen Modells, der möchte dann schon wieder weit nach oben gehen. Grundsätzlich gehen alle Modelle mit, aber trotzdem muss man das mal beobachten. Wir gucken uns mal an, was das denn für eine Wetterlage wäre und wie stabil das Ganze wäre. Denn die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die gingen dann auf über 10 Grad rauf. Das ist schon wirklich ordentlich, muss man sagen. Und das wäre die Wetterlage dazu. Ziemlich viel Warmluft über Mitteleuropa und auch Deutschland. Einerseits durch dieses hochöstlich von uns kämen wir in eine südöstliche bis südliche Strömung. Andererseits, und da wird es dann wieder sehr unsicher, durch so ein kleines Randtief hier über Großbritannien würde vorderseits auch milde Luft nach Deutschland geführt werden. Und wenn man das mal trennt, dann hätten wir auf der einen Seite die eher trockenere Luft mit viel Sonnenschein im Osten, im Westen durch das Tief tendenziell feuchtere Luft, da ist also mehr Schwüle drin, also auch mehr Wolken und ein gewisses Risiko hin zu Schauern und ersten Gewittern.
Mit Anführungszeichen. Grundsätzlich sind beide Varianten allerdings warm. Die trockene Variante wäre gefühlt etwas frischer, die schwülere Variante gefühlt etwas drückender, also auch etwas wärmer. Ist aber wie gesagt unsicher, denn wenn dir dieses Randtief da gar nicht auftauchen sollte, dann gibt es halt völlig andere Geschichte. Dann wäre das Ganze mehr Hochdruck dominiert und es wäre überall eher so trockeneres Wetter, ähnlich jetzt wie auch in den letzten Tagen. Muss also auch nochmal beobachtet werden, ist noch recht unsicher, zumal ja die Kaltluft auch gar nicht so weit weg ist. Das heißt, wenn das dieses Tief von Westen durchgreifen würde, wäre auch dieser Frühlingsvorstoß relativ schnell wieder vom Tisch. Also das beobachten wir jetzt erst einmal, fassen wir zusammen. Es bleibt bis Ostersonntag recht freundlich, mit ein paar Wolken, einzelnen Schauern, recht kühle Temperaturen das Ganze. Ostersonntag schon wieder bis zu 15 Grad möglich. Dann kommt der brachiale Absturz am Ostermontag mit Schnee bis ganz runter, der da möglich ist. Und eher Aprilwetter und recht kalten Temperaturen. Und so geht es dann auch zumindest mal bis zum nächsten Wochenende weiter mit Aprilwetter, recht kühlen Temperaturen, Nachtfrostgefahr. Und dann die mögliche Option auf ein neues Aufbäumen des Frühlings. Ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen.